Hast du auch manchmal das Gefühl, dass du nicht mitreden darfst, wenn es um deine Zukunft geht? In Vorarlberg haben sie etwas entwickelt, das das ändert. Und das ist der Bürgerrat. Im Bürgerrat erarbeiten die Menschen von Vorarlberg gemeinsam Empfehlungen für das Landesparlament. Und diesmal geht es um faire Wahlen. Du bist österreichischer Staatsbürger, du darfst wählen, die behandeln die Fähre. Keine Umfragen zu Wahlergebnissen. Einfach, dass man da offen und ehrlich mit den Bürgern umgeht. In Vorarlberg gab es seit 2006 schon 13 landesweite und über 60 regionale und kommunale Bürgerräte zu verschiedenen gesellschaftlichen Themen. Klima, Jugend, Landwirtschaft, Flüchtlingswesen und auch Bildung. Das Bundesland im Westen von Österreich ist eher als Touristenort zwischen dem Bodensee und den Bergen bekannt. Mit dem Bürgerrat spielt es aber auch eine Vorreiterrolle in Europa in Sachen Demokratie. In der Verfassung des Landes ist ein Bekenntnis zur partizipativen Demokratie festgeschrieben, in Paragraph 1. Das heißt, neben der repräsentativen Demokratie ist die Partizipation und damit Bürgerbeteiligung ein wichtiges Standbein der Politikgestaltung. Ich glaube, gerade in der heutigen Zeit, wo durchaus der Politik gegenüber oft kritische Stimmen auch laut werden, ist es wichtig, die Bevölkerung auch in diesen Prozess einzubilden. Die Menschen wirklich von den Zuschauerrängen auch auf das Spielfeld zu holen. Und hier sind Beteiligungsverfahren wie ein Bürgerrat oder auch andere Formen, auch digitale Beteiligungsmöglichkeit, eine gute Möglichkeit, um einen Austausch, einen Dialog auf Augenhöhe mit der Bevölkerung wieder zu führen. Wenn wir die Politik alle 5 Jahre wählen, dann wir sind so zeitlebig und so schnelllebig, da ändert sich in 2 Jahren sehr viel. Und es gibt der Politik die Möglichkeit, die aktuelle Situation und die aktuellen Problemstellungen aus der Bevölkerung wirklich spürbar zu erhalten. Bürgerräte können direkt durch die Regierung oder das Parlament gestartet werden. Auch die Bevölkerung kann durch 1000 Unterschriften einen Bürgerrat initiieren. Ich habe von dieser Idee erfahren, dass man die Unterschriften sammeln kann und habe noch 2 Freunde mit ins Boot geholt. Und dann sind wir einfach mal naiv losgestartet. Es kann jeder unterschreiben, man braucht keinen Pass, das war sehr hilfreich. Man muss nur in Vorarlberg leben und über 16 sein. Und es war für uns jetzt nicht so schwierig, weil wir online und mit den Blättern sammeln konnten. Teilnehmenden werden aus dem Melderegister per Zufall ausgewählt, nach den Kriterien Alter, Geschlecht und Wohnort. Das heißt, es kann jeden treffen, dich oder mich. Jeder, der in Vorarlberg wohnt, unabhängig von der Staatsbürgerschaft. Um ehrlich zu sagen, ich habe den Brief bekommen und ich hatte keine Ahnung, was ein Bürgerrat ist. Ich musste mich zuerst selber informieren und recherchieren. Für mich war es eigentlich von vornherein klar, ich möchte an dem Bürgerrat teilnehmen und ich möchte ein Teil davon sein, ich möchte mitreden können. Wir versuchen hier bestmöglich anzubieten, dass die Menschen auch teilnehmen können, von der Kinderbetreuung über Gratis-Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Wir stellen Bestätigungen für den Arbeitgeber aus, aber es gibt jetzt zum Beispiel keine finanzielle Entschädigung für die Teilnahme. Der Bürgerrat tagt während 2 Tagen an einem Wochenende. Die Zusammenarbeit der Gruppe wird so moderiert, dass jede Person frei ihre Meinung zum Thema äußern kann. Das hat einen starken Einfluss gehabt, weil Grundrechte verletzt wurden, aus deiner Sicht. Genau. Aha, okay. Es darf jeder sprechen und es darf jung sprechen und alt sprechen und es gibt Menschen, die haben halt einen höheren Bildungsgrad als andere und trotzdem ist das Wissen aus den Nischenrealitäten ganz wichtig, dieses Alltagswissen. Es ist eine Erfahrung wert. Man lernt auch viel davon, dadurch, dass es so viele verschiedene Meinungen gibt und Erfahrungen. Und es macht unglaublich Spaß. Die Empfehlungen des Bürgerrates werden dann der Öffentlichkeit vorgestellt. Online und in einem Bürgercafé. Da können dann auch andere Interessierte die Empfehlungen diskutieren. Darf es das Wahlrecht abhängig sein von der Staatsbürgerschaft? Also wir wollen das Wahlrecht für Nicht-Staatsbürgerinnen nach einem Zeitraum von circa 10 Jahren. Im nächsten Schritt prüfen Leute aus Politik und Verwaltung eine mögliche Umsetzung der Empfehlungen. Sie ergänzen die Vorschläge und erstellen einen Bericht. Der geht dann in den Landtag. Diese Art der Beteiligung ist dann sinnvoll und dann wichtig, wenn das auch Konsequenzen hat. Die Regierung nimmt die Ergebnisse ernst. Man kann nicht immer alles umsetzen, aber die Ergebnisse werden aufgegriffen. Es gibt da auch eine Selbstverpflichtung der Regierung. Bürgerräte haben bereits in Vorarlberg Früchte getragen. Beim Bürgerrat zur Zukunft der Landwirtschaft zum Beispiel hatten die Teilnehmenden empfohlen, mehr regionale Lebensmittel in den öffentlichen Kantinen zu verwenden. Daher wurde von der Politik die Initiative Vorarlberg am Teller ins Leben gerufen.
Wir haben bei 400.000 Einwohnern im vergangenen Jahr mit Vorarlberg am Teller mehr als 100 Schulen und Kindergärten erreicht und wir haben mehr als 2,5 Millionen Essen über die Initiative Vorarlberg am Teller abgewickelt. Wenn ich so etwas höre, würde ich gerne selber an einem Bürgerrat teilnehmen. Und ich wünsche mir, dass auch meine Region diese Möglichkeit zum Mitreden bietet. Und bei dir?